Das Schweriner Schloss, Wahrzeichen der Landeshauptstadt und Sitz des Parlaments. Seit 2013 baut man an einem neuen Plenarsaal. Wir durften uns ein exklusives Bild des Fortschritts der Bauarbeiten machen. Ursprünglich sollte der Saal bereits im vergangenen Herbst fertiggestellt sein. Doch neben der Beseitigung der Folgen des Schlossbrands von 1913 gab es noch weitere Herausforderungen beim Bau, weiß der Direktor des Landtages Armin Tebben. Das andere ist jetzt, dass zu DDR-Zeiten hier ein Festsaal eingebaut wurde mit riesigen Betonanteilen. Dieser Beton hat ein Gesamtvolumen von 350 Tonnen. Und die große Schwierigkeit bestand darin, einen Weg zu finden, diese 350 Tonnen rauszunehmen, vor allem aber das gewichtsneutral zu machen, weil das Gebäude steht auf Pfählen. Und wenn man so viel Gewicht rausnimmt, reagiert das Gebäude, es kommt also praktisch hoch. Das heißt, man musste sozusagen Zug um Zug Beton raussägen, den irgendwie unfallfrei rausbekommen und gleichzeitig Gewicht in das Gebäude bringen, damit das Gebäude nicht reagiert. Das war sozusagen also sicher eine der ganz besonderen Herausforderungen dieses Projekts. Der neue Sitzungssaal soll nicht nur rein für Sitzungen genutzt werden, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen und im Zuge von Besichtigungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bisher sind wir davon ausgegangen und haben immer selbstbewusst gesagt, wir haben den schönsten Landtagssitz Deutschlands, aber sicher nicht den schönsten Plenarsaal. Das könnte sich ändern. Denn ich denke, dieser neue Plenarsaal als moderner Plenarsaal im alten Gebäude wird ganz besonders attraktiv sein. Das ganz Besondere ist einfach diese Symbiose von einem modernen Saal mit einer modernen Ästhetik, einer modernen Ausstattung in diesem historischen Gebäude, mit dem wir Weltkulturerbe werden wollen. Mit der Fertigstellung des Saals rechnet Tebben nach der Sommerpause. Folglich wird dann im September wohl die erste Plenarsitzung im neuen Saal stattfinden.